Kaido ist aktuell für uns ein schier unüberwindbarer Gegner, was kein Wunder ist, denn nichts anderes erwarten wir von einem Kaiser wie ihn. Heute habe ich aber eine spannende Theorie bzw. ein Foreshadowing zu Zorro und zu seinem Schwert Shusui, welche uns dazu führen wird, dass Zorro den finalen und wohl tödlichen Schlag gegen Kaido ausführen wird. Los geht's! Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video reden wir über Zorro und seine Rolle im Kampf gegen Kaido, denn ich habe hier ein sehr, sehr interessantes Foreshadowing herausgefunden bzw. gefunden, welches ich einfach mal mit euch teilen möchte, bzw. geht es mehr um Zorro und sein Schwert, ja? Ich habe im Intro gesagt, dass Zorro wahrscheinlich dafür da sein wird, den finalen Schlag gegen Kaido zu, ich sag mal, vollführen und das könnte tatsächlich möglich sein. Was ich hier nicht sage, ja, was ich hier nicht zum Ausdruck bringen möchte. Und das ist ganz wichtig. Ich sage hier nicht, Zorro kämpft gegen Kaido und Zorro besiegt Kaido. Ja, das sage ich nicht. Hier geht es lediglich um den finalen Schlag von Zorro, den, oder um halt Kaido wirklich final dann auch wirklich zu töten beziehungsweise auszuschalten beziehungsweise Kaido erheblich zu schaden. Ja, ich persönlich bin immer noch dafür dann in der Meinung oder vertrete die Meinung, dass Ruffy und Law gegen Kaido kämpfen. Also nehmen wir mal so an, Ruffy und Law kämpfen gemeinsam gegen Kaido. Vielleicht sogar auch mit Zorro zusammen, einem Dreier-Tag-Team wäre auch was Cooles, ja. Sie bekämpfen Kaido, sie besiegen Kaido vorerst und schlussendlich erledigt Zorro ihn dann einfach mit einem finalen Hit, ja. Warum, weshalb, ja, das erkläre ich euch jetzt, denn hier habe ich ein sehr interessantes Foreshadowing, denn es geht um das Schwert Shusui. So, aktuell wissen wir nicht wirklich viel über dieses Shusui-Schwert und auch deren oder die Rolle von Shusui beziehungsweise die Bedeutung dieses Schwertes an sich oder die Besonderheit ist uns bisher auch unbekannt. Wir wissen aktuell, dass dies einer der 21 Königsschwerter ist. Es befindet sich im Besitz von Lorena Zorro und es sieht echt heftig aus, ja. Das muss man hier natürlich auch, ich sag einfach mal, sagen, ja. Und die Härtelinie sind Wellen bei diesem Schwert und wir wissen, der vorherige Benutzer von Shusui war Ryuma, ja. Zorro hatte dieses Schwert dann nach der Thriller-Bug oder auf der Thriller-Bug während des Arges, nachdem er Ryuma besiegt hat, beziehungsweise den Leichnam, ja, den Zombie von Ryuma mit dem Schatten von Brooker, den hat Zorro besiegt und dann hat Zorro das Schwert bekommen, also von Ryuma als ich sag mal Triumph, als Opfer beziehungsweise als Gut, ey, du hast mich besiegt, hier bekommst du mein Schwert. Scheint vielleicht unter Samurai gang und gäbe zu sein, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, warum komme ich jetzt auf die Tatsache beziehungsweise auf dieses Foreshadowing, dass das Shusui und Zorro in Verbindung steht mit dessen, dass er den finalen Schlag gegen Kaido ausführen wird und ihn oder ihm somit den tödlichen Stoß verabreichen wird, denn das Ganze baut jetzt auf einer kleinen Kette auf und wir beginnen erst einmal mit dem Schwert Shusui und Ryuma, ja. Denn Fakt Nummer 1 ist, Ryuma hat mit Shusui, so wird es gesagt, einen Drachen getötet. In der Welt von One Piece existieren an für sich keine Drachen, ja. Wir haben hier einerseits Kaido als Teufelsfruchtnutzer, klar, und für die, die jetzt sagen, oh, was aber mit den Drachen auf Punk Hazard, das sind Kreationen von Vegapunk gewesen, ja, das haben vielleicht viele oder die meisten einfach vergessen, das sind keine natürlichen Drachen und in der Welt von One Piece gibt es wahrscheinlich keine natürlichen Drachen oder Drachen, die einfach so existieren. Das ist eine Sage, das wurde in der Welt von One Piece oder das wurde im Manga so gesagt, dass keine Drachen existieren, nur in einer Sage halt einfach und eben halt die ich gerade aufgezählt habe, einmal Kaido in seiner Teufelshochform und natürlich diese zwei Drachen, einmal dieser große rote auf Punk Hazard und dann natürlich auch dieser kleine grüne, den Kinemon und Brook dann im Nachhinein besiegt haben oder erledigt haben und es wird gesagt, dass Ryuma einen Drachen mit diesem Schwert getötet haben soll. So, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 wäre dann, Zorro hat mit dem Shusui den großen, also diesen roten Drachen auf Punk Hazard geköpft. Er hat ihn erledigt. Ruffy und Zorro haben gemeinsam gegen diesen Drachen gekämpft. Ja, natürlich auch ein bisschen mit Lysop in so einem Tag-Team. Ja, sie haben gegen diesen Drachen gekämpft. Ja, Ruffy hat seinen Schaden ausgeteilt. Zorro hat seinen Schaden ausgeteilt. Und Zorro hat dann diesen finalen Hit oder diesen finalen Schlag, um halt diesen Drachen zu köpfen, ausgeführt. So, jetzt ist das schon dieser zweite Punkt der Kette. So, jetzt kommen wir aber mal zum Schwert an sich. Das Shusui ist ein Königsschwert, aber dieses Schwert hatte
noch nie einen wirklichen Nutzen oder eine bedeutsame, ich sag mal, eine bedeutsame Art und Weise ist zu benutzen, ja. Wir wissen zum Beispiel, dass das Kitetsu von Zoro, das ist verflucht, ja, das ist ein verfluchtes Schwert von einem oder mit einem Dämon, ja, welches dieses Schwert beherbergt, beziehungsweise verflucht und das ist halt das Kitetsu, ja, das Kitetsu der Generation, das was Zoro, also der dritten Generation, das was Zoro hat, das ist verflucht. Was mit dem zweiten zum Beispiel auf sich hat, das ist auch nochmal eine Frage, da müssen wir einfach mal abwägen und abwarten. So, wie bereits gesagt, ich hoffe, ihr versteht das, was ich gerade meine. Bei Shusui haben wir noch keinen wirklichen Nutzen oder keine Art, ich sag mal, dieses Schwert irgendwie zu beschreiben. Bei Zoro wissen wir, das Schwert ist verflucht, ja, und es ist ebenfalls ein Kitetsu und das Kitetsu der zweiten Generation zum Beispiel, das was Ruffy hat, ist ebenfalls ein Königsschwert und hier ist halt zu gucken, wofür ist das Shusui wirklich gedacht, ja, denn Schwerter sind für bestimmte Sachen auch irgendwie geschmiedet worden und hier könnte man wirklich auf den Nenner kommen, dass das Shusui ein Drachentöterschwert ist. So, einerseits haben wir hier Ryuma, der damit einen Drachen geköpft hat, beziehungsweise getötet hat, genauso wie Zoro diesen roten Drachen getötet hat auf Pankasa, also war genau exakt gleich, sie haben beide halt diese Drachen mit dem Shusui geköpft und hier haben wir halt die Parallele. Wir wissen, dass Ryumas Grab vor 23 Jahren beklaut wurde, ja, also von Moria, Hogback und so weiter und hier ist die Frage, was könnte das sonst für ein Drache sein, ja, dieser Drache, den Ryuma getötet hat, das ist für den One Piece Manga an sich off-canon, aber Oda hat bestätigt, dass Ryuma als Charakter damals in diesem Monsters-Manga, also Ryuma stammt aus einem anderen Manga, beziehungsweise aus einem Spin-Off oder einem Vor-Manga von One Piece, sagen wir mal so, und dort ist das Ganze passiert und wenn sich das so drauf oder darauf aufbaut, dann könnte es wirklich so sein, dass das Shusui extra dafür gedacht ist, um halt Drachen zu töten, denn wie bereits gesagt, wir haben für dieses Königsschwert keinen wirklichen Nutzen und es wäre ja cool, wenn wir auf Wano Kun jetzt aktuell irgendwann die wahre Bedeutung des Shusuis oder den wahren Nutzen des Shusuis erfahren werden, dass man damit einfach Drachenhaut zerschneiden kann oder dass dieses Schwert halt einfach das Drachentöterschwert ist. Denn was sehr interessant ist auch noch, hier eine Parallele, denn es geht jetzt hier in diesem Video natürlich nicht hauptsächlich darum, dass das Shusui ein Drachentöterschwert ist, sondern darum, dass Zoro Kaido, ich sag mal, erledigen wird, beziehungsweise diesen finalen Schlag ausführen wird. Und ich sag's nochmal, es wird nicht so sein, dass Zoro den Kampf gegen Kaido haben wird, ja? Es geht nur um diesen finalen Schlag, ja, um diesen Endschlag, diesen Drachen halt zu köpfen. Und hier haben wir nämlich die Sache mit Zoro, Kaido und der Oni-Gestalt. So, wir alle wissen, Kaido sieht aus wie ein Oni. Ich denke mal, seine normale Kreaturform, also wenn er nicht als Drache auftaucht, ist auch an einen Oni angelegt, genauso wie Os zum Beispiel. Und Onis sind in der japanischen Mythologie Yokais, ja. Und Yokais sind dementsprechend Dämonen, ja, und Kaido ist ein Oni, der halt die Drachenfrucht gegessen hat und wenn wir uns jetzt einmal Zoros andere Schwerter anschauen, dann stellen wir fest, dass das Kitetsu von Zoro übersetzt Dämonenschlitzer heißt und ebenfalls hat Ruffy jetzt auch ein Kitetsu, ja, und das ist ebenfalls ein Dämonenschlitzer. Was ist, wenn Zoro mit dem Shusui und mit beiden Kitetsus Ruffy und Law halt in diesem Kampf einfach unterstützen wird und halt einfach diesen finalen Schlag ausführt. So, ich trage alle Fakten nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal Shusui, ja, das Schwert, was keinerlei wirkliche Bedeutung hat, ja. Wir kennen die Wirkung des wirklichen oder diese wirkliche Wirkung nicht, den Grund des Existierens dieses Königsschwert. Denn Königsschwerter, ja, Drachenschwerter, die haben immer irgendwie einen Beinamen, eine Bedeutung, eine Wirkung, ja, wie halt das Kitetsu, was verflucht ist zum Beispiel. Dann haben wir einmal Ryuma, der einen Drachen damit geköpft hat. Wir haben Zoro, der einen Drachen auf Pankhazard damit geköpft hat. Und ebenfalls die Sache mit dem Oni, dass ein Oni ein Yokai ist, sprich ein Dämon und die Kitetsus nennen sich Dämonenschlitzer. So, das wäre ein sehr interessantes Vorstellung, wie ich persönlich finde, um halt einen Zoro mit in diesen Kampf reinzubringen, ja. Ich persönlich fände es doof, wenn Zoro natürlich viele Arbeit hier abnehmen würde, also Ruffy zumindest, denn haltet immer im Hinterkopf, ich habe immer die Meinung oder ich vertrete immer die Meinung, dass Ruffy in diesem Kampf gegen Kaido mindestens 65-70% selber in die Hand nehmen muss, um halt wirklich zu kämpfen, ja. Es ist nicht verwerflich, wenn Ruffy
Ruffy Unterstützung und Support bekommt. Das hat er damals im Kampf gegen Doflamingo zum Beispiel auch gehabt. Ja. Im Kampf gegen Katakuri hat er sich auch mal eine Auszeit genommen, um sein Haki zu regenerieren. Gar kein Problem. Aber ich finde, man muss genau und deutlich sehen, dass Ruffy mindestens 65-70% selber in die Hand nimmt und diese Prozentzahl in Damage auch verteilt. Ja. Nicht, dass einfach man hier hingeht und sagt, okay, Zoro nimmt 33%, ja, Law nimmt 33%, Ruffy nimmt 33%, dass man das einfach splitten kann. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass Ruffy hier die meiste Arbeit übernehmen wird. Es geht lediglich hierbei in diesem Video oder in diesem Vorstellen oder in dieser Theorie darum, dass Zoro den finalen Schlag einfach ausführen will. Wir wissen, Ruffy tötet keine Gegner, ja. Er tötet sie einfach nicht. Das hat Eiichiro Oda schon längst bestätigt. Und das ist halt einfach so. Das ist Ruffys Charakter. Aber bei Zoro sieht das anders aus. Nehmen wir mal an, Ruffy hat Kaido besiegt, ja. Aber Kaido will die ganze Zeit irgendwie weiter. Man macht, keine Ahnung, mehr Schaden und so weiter. Wie damals bei Zoro und Monet, ja, wo Zoro Monet nicht töten wollte und Tashigi dann diesen finalen Hit gelandet hat. Klar, sie hat Monet nicht getötet, aber damit ihr das so in etwa versteht, wie die Situation sein sollte. Ja? Ruffy wird Kaido wahrscheinlich nicht töten wollen und dann wird Zoro das in die Hand nehmen mit seinem Schwert, was Drachen töten kann. Ja? Mit dem vielleicht Drachentöter-Schwert, also das Shusui könnte tatsächlich damit in Verbindung stehen und somit vielleicht ein kleines Foreshadowing hier widerspiegeln. So, schreibt mir mal eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Was haltet ihr davon? Sagt ihr ja, nein, vielleicht? Interessiert mich gerne in die Kommentare damit. Falls ihr ein bisschen gelesen habt, einmal Hashtag OnePiece in die Kommentare und dann natürlich auch gerne ein Däumchen oben da, falls ihr die Theorie gefallen hat. Falls nicht, wie bereits gesagt, eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun. Dann bin ich jetzt raus, wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Ciao und tschüss.